題で出た絵日記だけど、何書くの？ Hallo liebe GamesCH-Fans und alle anderen Spione. Wir haben mit Anja Forger in Spy Anja Operation Memories putzige Ausflüge erlebt, mit Familienhund Bond gespielt und jede Menge Fotos geschossen, um am Abend Minispiele zu absolvieren. Wie viel das mit dem beliebten Anime zu tun hat und ob wir euch den Alltag mit Familie Forger empfehlen, erfahrt ihr jetzt. Okaerinasai! Okaeri! Wer Fan des Animes Spy X Family ist, wird sicherlich über kurz oder lang Spy X Anya Operation Memories aus dem Hause Bandai Namco entdecken. Das putzige Kinderspiel, das mit Peggy 12 geratet wird, richtet sich ganz klar an Liebhaber des Anime. Wer den nicht kennt, wird mit dem Spiel leider kaum etwas anfangen können, da es vor allem inhaltlich wenig Mehrwert bietet. Dabei ist es optisch wirklich ansprechend. Was ist Spy X Anya Operation Memories eigentlich? Wir tun uns ein bisschen schwer, das Genre von Operation Memories zu bestimmen. Wir verbleiben daher einfach mal bei Adventure, gehen später aber noch einmal darauf ein, weshalb es sich bei diesem Game so schwierig gestaltet. Kommen wir zunächst zum Inhalt. Spy X Anya Operation Memories knüpft prinzipiell an den Anime an. Anya, eine 5-Jährige mit Telepathiefähigkeiten, wird Teil einer Scheinfamilie und bekommt Eltern, die eigentlich eine Auftragsmörderin und ein Spion sind. Um den Weltfrieden zu bewahren, müssen sie Anya dabei helfen, auf einer Privatschule erfolgreich zu sein. Nur das gibt ihnen die Chance, ihre Zielperson zu treffen und schließlich die Welt zu retten. In Operation Memories müsst ihr Anya dabei unterstützen, gute Noten zu erhalten, damit dieses Vorhaben auch wirklich gelingt. Ihr startet das Spiel als Anya, die in der Schule die Hausaufgabe bekommt, ein Tagebuch mit tollen Erinnerungen zu schreiben. Die müsst ihr zunächst erleben und schließlich fotografieren. Diese Aufgabe ist der Aufhänger des gesamten Spiels. Eine Weiterführung der Geschichte oder tiefere Charakterentwicklungen für Fans des Mangas gibt es nicht. Das ist schade, denn Operation Memories hätte hier nicht nur auf die Erfolgswelle aufspringen, sondern sie auch richtig reiten können, um hier wirklich ein Must-Have für alle Fans zu schaffen. Ihr beginnt eure Woche quasi wie im echten Leben. Nach dem Aufstehen muss Anya zur Schule, Gespräche führen, Items einsammeln und vieles mehr. Später zu Hause erzählt sie ihren Eltern von ihren Erlebnissen und man könnte fast denken, dass diese Familie völlig normal ist. Am Wochenende stehen Ausflüge, Stichwort Ausflug, auf dem Plan, die meistens mit seichten Aktivitäten und dem Fotografieren von emotionalen Momenten verknüpft sind. Das Knipsen der Fotos ist dabei ein zentrales Element und schon für die Jüngsten schaffbar. Anya sitzt entweder allein oder mit ihren Liebsten an super coolen Orten und sobald sie eine besondere Emotion zeigt, wird das Foto geschossen und im Album verewigt. Bei solchen Ausflügen sammelt ihr Punkte, um sie am Abend für die Teilnahme an Minispielen auszugeben. So unterschiedlich wie Familie Forger selbst ist, zeigt sich übrigens auch das Spiel. Spy X Anya Operation Memories fühlt sich ein bisschen so an, als würde es selbst nicht wissen, was für eine Art Game es sein möchte. Also lässt es euch einfach alles ausprobieren. Die Minispiele, die Anya nach einem Ausflugstag machen kann, spiegeln eine ganze Bandbreite an Genres wider und erinnern an beliebte Games der letzten Jahre. Wer Food Ninja mag, wird beispielsweise gern mit Yor kochen. Bei diesem kleinen Spiel ist es eure Aufgabe, Gemüse im richtigen Moment zu zerteilen. Zugegeben, Yor ist keine gute Köchin. Was sie deutlich besser kann, ist ihre Berufung als Auftragsmörderin. Und auf einem ihrer Aufträge müsst ihr sie in einem anderen Minispiel begleiten. In feinster Muso-Manier schnetzelt ihr euch mit Mama durch Horden an Gegnern. Das ist zwar nicht besonders herausfordernd, aber wer das Genre mag, wird hier seinen Spaß haben. Papa Lloyd geht seinen Missionen etwas gedeckter vor. So könnt ihr mit ihm wertvolle Kunstobjekte in einem Stealth-Minigame stehlen und müsst dabei permanent entscheiden, ob ihr das Ganze gewaltfrei abwickeln wollt oder die Gegner für ein kleines Handicap ausschaltet. Keines der Minispiele ist unschaffbar. Wirklich einfach dürfte es für Kinder allerdings auch nicht immer sein. Zu Anfang stehen euch 4 Minigames zur Auswahl. Später sind es insgesamt 15 Stück, die alle die verschiedenen Mitglieder der Familie Forger ins Rampenlicht stellen. Manchmal sind sogar Freunde und Schulkameraden wie Nummer 2 dabei. Auf dem Erdnusslevel sind alle Spiele kinderleicht. Je mehr ihr sie spielt, desto eher könnt ihr einen höheren Schwierigkeitsgrad auswählen. Anya,
Er spielte Punkte lassen sich bei einer Tombola, die Lloyd und Anya besuchen, gegen Accessoires und Outfits für Familie Forger eintauschen. Einen Sommerhut für Yor, ein neues Outfit für Anya, eine Brille für Lloyd und Accessoires für Familienhund Bond sind hier in Hülle und Fülle verfügbar. Ein bisschen schade ist, dass im Spiel kaum mitreißende oder erinnerungswürdige Musik gespielt wird. Eine Integration des Anime-Openings oder Musik von Momenten, die Fans besonders lieben, hätten hier fantastisch gepasst. Diese Chance wurde leider ein wenig verpasst. Dafür findet sich immer wieder Liebe zum Detail. So müsst ihr beispielsweise regelmäßig super coole Gegenstände fotografieren, die auch einfach mal ein Stuhl sein können, auf dem Anya ein Nickerchen macht. Ausdrücke wie Ausflug und super cool werden immer mal wieder eingestreut und vermitteln konstant den besonderen Vibe des Franchises. Auf den ersten Blick wirkt Spy x Anya Operation Memories wie ein Game, das perfekt für Kids geeignet ist. Doch dem würden wir nicht komplett zustimmen. Es ist wohl eher ein Familienspiel für alle, die Anya und Familie Forger lieben. Vermutlich macht es am meisten Spaß, wenn Eltern es gemeinsam mit ihren Kindern spielen und leichtere Aufgaben wie das Fotografieren super cooler Gegenstände ihnen überlassen. Optisch gefällt uns der Stil, der nah an den Anime angelehnt ist, wirklich gut. Und wer mit dem Franchise vertraut ist, wird immer wieder kleine Hinweise dazu finden, was unser Fanherz immer wieder höher schlagen ließ. Leider trösten diese Momente nur teilweise darüber hinweg, dass es Spy x Anya Operation Memories vor allem an Story mangelt und sich durch die repetitiven Tagesabläufe sogar die Minispiele schnell abnutzen. Fans von Spy x Family sollten auf jeden Fall trotzdem reinschauen und eine entspannte Zeit mit Familie Forger verbringen. Alle anderen werden nur bedingt Freude am Spiel haben. Seid ihr Fans vom Anime und wer ist euer Lieblingscharakter? Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Wir machen jetzt schnell einen Ausflug und schauen uns dann an, was eure Antworten sind. Hm. 任務完了だ。